einfach nur, Alter. Dauert einen Moment. Hallo Freunde, ja, neue Folge, gucken wir mal, wie lang sie geht. Ich kann euch nichts versprechen, ist im Moment ziemlich ruhig auf dem Server, immer obwohl er voll ist. Ja, ihr hört da noch ein Hummingbird, irgendwo schwören da die Bullen rum. Wir haben hier gerade den Zamaki aufgegriffen, der hat 41 Zuckerrohr geladen. Jetzt sind wir gerade bei der Rumdistille, machen da rum draußen und natürlich wird der gute Mann hier auch ja, beteiligt. Ja, bis dann. Ja, ich weiß nicht, willst du mit dem Hubschrauber abheben? Alles klar. Jan, wie lange brauchst du? Bin jetzt am Helikopterverkauf. Alles klar. Aber ich find's komisch, ich hab Sound voll laut. Warum habe ich die gerade eben nicht gehört? Hast du die schon anfahren hören oder hast du erst das Blaulicht gesehen? Ich habe nur das Blinken im Ich auch. Dings. Ich nämlich auch. Und ich habe auf 90% stehen die Lautstärke und ich habe halt Ja. nochmal in den Einstellungen gerade ganz hoch gedreht und ich habe sie nicht Ja. gehört. Ich habe nur Licht gesehen und das ist merkwürdig. Normalerweise höre ich Fahrzeuge ewig weit. Kommt zu uns gefahren, habt ihr gesagt, gell? Ja, Offroad. von der Position, wo wir den ausgeraubt haben oder ausrauben wollten. Ja. Josef, siehst du den Heli? Ich höre nur. Ja, klar sehe ich ihn. Genau, von meiner Position aus 12 Uhr, hoch in den Himmel. Kontrolllichter sind Aber an. ich sage immer noch, Ah, dass er okay, richtig ja, gerufen da. hat, weil ohne. Also mit einem Zufall kommt ein Heli nicht einfach her. Ich glaube nicht, dass er Boah, den unbedingt kannst du nie gerufen hat, wissen. weil. Wir sind Weil auch die der ganze ist. Zeit bloß hin und her geflogen. Also. Vor allen Dingen, der ist drüber geflogen, der Heli. Ja, und unsere Lichter waren ja anders, hätte er ja schon gesehen. Der fliegt an uns vorbei und irgendwann dann nach ein paar hundert Metern auf einmal sieht er das Stopp. Und ist wieder umgedreht. Das hat man richtig gesehen, dass das Ich nicht sehe auf jeden beabsichtigt war. Fall nirgends ein Offroad herfahren. Sag mal, du fühlst dich doch nicht von Ja, uns der war ja gerade erst bedroht, bei oder? uns. Ihr seid ja schon eine Strecke gefahren. Ja, okay, der hätte zum Wir sind doch Brotkrieg alle lieb. unterwegs sein können, bestimmt auch, oder? Zu sagen. Na, aber Die keine Streifen. beiden Herren in Tarnkleidung und schwer bewaffnet. Ah, du hast ja auch eine Waffe dabei, ne? Dir fehlt eigentlich auch nur die Tarnkleidung. Wir sind doch alle lieb hier. Ich sehe, dass Für ihr uns Ziel ab. Sodom nicht mal zum Rundflug. Mit denen Ja, mach weiterfahren oder das. abhauen. Wenn die Die Bullen sind Bullen schon hier da, noch die sind im länger Auto da. haben. Was? Die Hallo, hör mal sind zu. wo? Die Bullen sind im Auto da. Die sind hinterm Berg, da wo der Hubschrauber ist. Die sind gerade mit mir hingefahren. Wir hauen. Ich hab's Auto abschließen hören. Die sind da, die sind da, die sind da. Waffen raus, jetzt gibt's Ärger. Lauf weg, sagt den Typen, der soll mit dir kommen und dann verschanzt euch irgendwo. Nicht in die Richtung zu denen, sondern weiter weg von denen. Hinter Mauern und so. So, und dann haltet die erstmal nur im Blick. Ich bin Ich eigentlich sehe die der nicht mehr, die Meinung, dass Bullenautos. Die wir. sind schon hinterm Auto. Also die sind schon irgendwo hinter Häusern, hinterm Berg und warten. Na, inwieweit ist denn unsere Verstärkung hier? Ja, Jan kommt jetzt angeflogen gerade, sehe ich. Ja, und dann sammelt er uns auf. Der ist in 200 Metern bei uns. Jo, sehr fein, Doch dann schon mündig. Nein, da die mehr. Bullen Ja, sich der da Heli hinten höre schon ich auch hinterm nicht. Nein, Berg 200. Die Kästchen sind zwei Dinger. Zwei Dinger sind, also ein positionieren. Kästchen ist 100. Komm mal mit mir. Ich höre. Ja, jetzt höre ich ihn auch. Ich gehe mit dem Typen jetzt einfach mal zu den Bullen hin. Überhaupt Boah, die Waffe weg. der Was? Zamak wird zum Konsumwarenhändler geflogen, beziehungsweise gefahren und da gehen wir dann auch hin und da bist du dann beteiligt dran. Ja, Kollege, fahr mal los. Wow, fetter Desink. Mach ich denn gerade bei dir? Dass ich das wirklich war. Ich meine, meine Fliegweise ist nicht so. Sollen wir runterkommen Mensch, oder benutzen Kollege, wir? langsam fahren. Dann da oben. Versuche es. Ah, doch, ich komme gut. Ja. Ja? Ja, ich stehe. Yay! Also, die Verstärkung kann gleich mal zum Rumdistillery kommen. Ja. Falls Ja, ich Gegner noch fliege dir unterwegs zum hinterher. Hubschrauber. Aber lande, warte, das sind. Echt? Lande, bei welchem Berg sind die? Drück mal M, ich muss wissen, bei welchem Berg die sind. Flieg noch was langsamer. Haben dich die impeded? Ja, aber ich habe den Motor ausschalten. Warnschüsse? Leute.
Soll ich warten, mit dem Hubschrauber gehen? Ich muss wissen, wo der Heli von denen ist. Einer muss jetzt markieren. Bei mir, direkt bei mir. Ich gebe Warnschüsse auf den Hubschrauber. Soll ich? So, ja, aber wo ist der? Wartet, noch nicht. Wo ist denn der Offroader? Das muss ich wissen. Nicht, wenn wir jetzt da neben den landen. Warnschüsse auf den Hubschrauber gegeben. Hallo. Ja? Oh, jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich. SUV von denen markieren. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Das weiß ich nicht. Ja, aber die Richtung, du meinst doch hinter einem Berg. Ja, direkt, da sind ein paar Gebäude hinter der Rum. Direkt beim Rumdistille-Typen ist ein Berg und dahinter. Wenn du auf den Rumdistille-Typ schaust, dann guckst du automatisch auch gleich mit auf den Berg und dahinter. Da landet noch ein Hubschrauber auf der Seite. Ich seh's. Okay, geh links runter. Links oben auf dem Berg. Da hinten. Ich kann direkt beschießen, die aus dem Hubschrauber, jetzt nicht mehr. Scheiß Schiff im Weg. Unter uns ist ein Heli, lol. Ja, der lässt gerade Leute ab. Beachtet den, ich sehe ihn nicht mehr, der ist unterm Schiff. Hat er ihn abgesetzt? Lass uns hier raus lassen, hier oben. Und dann fliegt du dir direkt Waffen holen, ja? Ja. Habt ihr schon Warnschüsse abgegeben? Ich habe Warnschüsse auf dem Hubschrauber abgegeben, wo bei unserem Rebellenhubschrauber ist. Aussteigen! Ah ja, der hat mich EMP'd. Ich kann nicht aussteigen. Leute, ich wurde EMP'd. Ja, und tschüss. Ja, ich konnte auch nicht abspringen. Och Mann. Wer ist dort dumm gelandet? Boah. Wer war das, Leute? Also ja, sowas geht dann wieder auf den Sack, Alter. Wie geht's dir? Geht's dir gut, ja? Ich konnte noch abspringen. Ich konnte nichts drücken. Ich konnte nur Inventar. Alles klar mit dir? Brauchst du ein Pflasterchen? Ja. Warte mal, ich schmeiß dir mal gleich meinen Verbandskasten her, dann kannst du dich mal kurz verarzten, ja? Geil. Mein letzter Schalldämpfer weg, meine Weste weg. Ja, dann sag doch nächstes Mal eine Minute früher, wo ich landen soll, ja? Ich wollte eigentlich da unten auf dem Feld landen. Du warst 300 Meter weg, wenn ich sag... So, Achtung, Moment, da kommt... mindestens 1,5 Kilometer, mit der 1 Kilometer. So, da liegt er. Wiedersehen macht Freude, ne? Du weißt doch für dich, wie du landest, dann kannst du da vorher abbremsen. Ich hab keinen Plan, wo das war, ich hab nichts markiert gehabt. Nochmal? So, und jetzt, weißt du, wie du dich heizt, oder? Hallo, hier spricht die Polizei, aber bitte komplett die Hände auf den Rücken, bitte. Naja, Bulle, beruhig dich. Komplett die Hände auf so, jetzt, lass mal den Verbandskasten wieder fallen. Erst den Verbandskasten. Du hast ziemlich eilig, beruhig dich doch mal. Ja, wie ich sehe, aber die... Ah, Leute, ich wurde festgenommen. Ich hab sie zweimal aufgefordert. Festgenommen. Mann! Ja, bla bla, reg mich doch nicht wieder auf. Was wollt ihr denn eigentlich? Boah, wieso nehmt ihr denn den Mann hier fest? Sehr präzise Schüsse müsste ich einen Kopfschuss hinkriegen. Macht den Mann doch mal frei! Nee, bin ich nicht. Mach jetzt den Mann da frei. Kann mir mal wieder einer sagen, der gehört nämlich gar nicht zu mir. Der Herr Kollege, also, wir haben zwei Heckenschützen, sollen wir es versuchen? Ja, killt die mal bei mir. Ja, dann Hexagon für... voll im Weg. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo die auf dem Berg sind, ey. Die sind nicht auf, ich habe Tränen auf dem Berg gesehen, aber die zwei Leute, nein, die sind nicht auf dem Berg, die sind zu dritt beim Heli. Wo sind die jetzt gerade hingerannt? Die sind weg. Jetzt sind einer steht bei mir und die anderen sind links vom Heli. Okay. Ja, der scheiß Heli, der fährt mich jetzt alle. Der eine direkt ist so bescheuert rum, Alter. Was ist jetzt bitte mit mir? Krieg sie nicht. Ich hab kein Schussfeld von meiner Posi aus. Hast du bald, Bulle? Hast du Schussposition von deiner Posi aus? Und jetzt? Hä? Lässt du deine Kameraden da in Stich? Oh Gott, bist du eine Kameradensau. Na, oh Gott, bist du eine Kameradensau.
Einer ist wegen links hinterm Heli an so einer Steinmauer. Was Der ist soll denn das noch hier eigentlich? eingekreist Wieso werde ich hier deswegen. eigentlich mitgenommen gerade? Naja, Leute, der packt mich in Heli und fliegt mich weg. Ja, dann versuch du einfach drauf zu schießen. Scheiße, doch, wenn der Hexagon für uns ist, schieß einfach drauf. Hallo, Bulle, wieso werde ich mitgenommen? Wer hat die Heckenschützen gerade in sich zufällig noch, dass die jetzt nicht auf mich gehen? Ja, ich hab den ihr Aufmerksamkeit auf mich gegeben. Ja, auf jeden Fall, ich krieg den Hubschrauber nicht, der bewegt sich so schnell dort ab. Hatte keine Was sind Schusspulse denn von die meiner. anderen alle von uns? Alle tot! Wir sind. L Der konnte nicht landen, aber es war hart gesagt so. Konnte nicht auf die schnelle Art umgehen, dass wir sagen, lande dort, dann hat das verkackt. Ja. Ich lande dort und nicht dort, und hat es nicht mehr hingekriegt. Alle gestorben. Also war im entweder du LKW, bist ich zu konnte nichts dämlich, machen. deine Regeln zu Bin kennen, zurückgekommen ja? jetzt, Oder aber du war halt weißt zu einfach gar spät. nicht, Meine wieso du mich hier Position gerade sah schon einpackst. aus. Eins von beiden. Und beides wäre schlecht für dich. Aha, Raubüberfall, ja. Und anstatt dass man da überhaupt mal nachguckt, wird einfach gleich mitgenommen. Ah ja. Na. Weißt du, wo die alle gerade sind? Kannst du mir ein Posi durchgeben? Ich bin nimmer Und ich da. kann, Ich ich bin schreibe mit dem mir nicht. Ja, Heli. einer ist noch da. Das ist die Sache. Einer von uns ist ja noch da Die oben, aber wenn alle im laufen Test auf reden. den, die laufen den Berg hoch. Zu dir. Nee, hinten, bei der Rummelstelle. Und dann haben sie sogar noch den Mann Der sucht festgenommen, mich der zum gar nichts mit Notfluss uns zu an. tun hatte, ja? Den wir nur geholfen haben. Einer dürfte zum Kopfheli Deswegen gerade sagte ich, mit also ich seinen soll den Mann hier Kumpeln. wieder Ja, wo mit dem freilassen. Schiff gelandet ist, gell? Ja, da ist auch noch So einer. was Armseliges. Ich muss mich Der läuft gerade. umpositionieren, ich muss mich umstellen, ich sehe dich nicht. Boah, ich hätte dann bitte gern Ihren Vorgesetzten gleich noch gesprochen, ne? Einer läuft jetzt da hinterm Schilf. Das sind zwei Stück Richtung Wo? Abheli. Okay. Ah ja, und fliegen können wir auch nicht, ja? Allmächt, allmächt. Schuss, Emil, auf mich oder auf dich? Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn ihr irgendwie ins Haku reinschießen könnt, dann ist er alleine drin. Ich habe nur leider gerade keine Waffe. Überfahr den einfach und du steigst ein. Ja, das ist RDM, das geht nicht. Nee, du musst schon irgendwie reinschießen können. Weggeschossen? Ja, auf mich. So, dann bitte einmal ihren Vorgesetzten rufen. Ja, ich bin nicht Ihr Freund. Ich möchte jetzt bitte jetzt sofort Ihren Vorgesetzten sprechen. Siehst du von wo? Nein, ich höre die Schüsse, die sind irgendwo vor mir. Zwischen dir und mir, genau zwischen dir und Naja. mir. Und nicht wo. Irgendeine Kube oder so. Ah, ich seh ihn. Ja, der hat sich schon verraten. Wenn du noch 2 Minuten hinhalten kannst, mein Haus ist da hinten. Ich bin jetzt an der Garage. Jo, ich werde eh seinen Vorgesetzten sprechen, also. Der werden die jetzt ranholen, solange Ja, wirst du und noch dann Zeit kommt haben. noch einer. Ja, machst du eben beide weg. Ja, mal gucken. Ja, ne? Wir sind eh Muss noch ich mal. dahin beschäftigt, oder so. Schau mal, ob ich überhaupt irgendwas Krasses in meiner. Ich bin mir gerade nicht Ah, sicher, weil schön, noch alles schön. Das dunkel soll ist und ich hier es gar nicht ruhig merke, wenn ich in der Truppe aufschlagen. bin. Das soll hier bei mir melden, das soll hier aufschlagen. Haha, Aber. Mohi hast du gekillt. Irgendwo schon einer mit dem Schalldämpfer, ich weiß nicht wo. Und jetzt eine scheiß Schlange, what the fuck.
Schuss auf mich. Lol, wo hier wird's hier wieder rein? Hast du gesehen, wo auf mich geschossen wurde? Ich habe auf jeden Fall Moody auf dich geschossen. Den habe ich. Das erste ist mal, dass sie hier Leute festnehmen, die erstens mal gar nicht auf der Fahndungsliste stehen. Dann nehmen sie Leute fest, die mit der eigentlichen Situation gar nichts zu tun haben, denen man nur geholfen hat. Ja. Und dann weigern sie sich noch, den wieder freizulassen, wenn man sie drum bittet, weil man ihnen erklärt, dass er nichts damit zu tun hat. Armselig. Ja, dann erklären sie mal, warum wir beschossen werden. Ja, das weiß doch ich nicht. Daneben dran ist ein Jagdgebiet, Junge. Na, also hier ist kein Jagdgebiet, oder? Hier ist doch Polizeiwache. Bitte? Hier ist doch Polizeiwache und kein Jagdgebiet. Hier ist eine Polizeiwache, ja. Ich habe sie nur in Sicherheit gebracht, weil ihr Schütze hier frei umherschießen. Seien Sie doch froh, Sie könnten jetzt auch tot sein. Da wäre ein bisschen Dankbarkeit angebracht. Dankbarkeit hält sich immer in Grenzen, wenn das passiert, ohne dass man weiß, was jetzt eigentlich passiert, ne? Wir haben einfach situationsabhängig richtig gehandelt, aus meiner Sicht. Das mag aus Ihrer Sicht ein bisschen rabiat gewesen sein, dafür mag ich mich zwar bei Ihnen entschuldigen. Aber bevor Sie erschossen werden und irgendwas passiert, dann haben Sie halt mal geschwind mitgenommen und fortgeflogen. Ich glaube, der Kollege, der hat es nicht überlebt. Vor allem ein Kollege von mir hat es erwischt. Also von daher denke ich mal, was man hier so alles passt. Ja, wie gesagt, da oben ist ein Jagdgebiet. Ja, also, wenn du oben ein Jagdgebiet bist, ist es halt ein Jagdgebiet, aber... Haben Sie schon mal das von Querschlägern gehört? Als Polizisten haben Sie doch da eh mehr zu tun. Bist du beschossen eigentlich noch gerade eben? Ich sitze aus. Schusswechsel. Ich sehe einen. Der läuft gerade über den Berg, also zum Berg hoch. Der Busch, das ist wahrscheinlich der. Da wo du den ersten Kill hast, da liegt nochmal eine, ungefähr eine. Jan, wenn du den irgendwie absnipen kannst, dann bin ich eh frei. Ja, 2 Sekunden, weil ich habe keine Muni mehr im Haus. Boah, ich habe 30 Schüssen. Ja. Keine Munition, das ist echt eine Krankheit mit dir. Er läuft dann auf dich zu, siehst du ihn? Auf dich? Nichts von dir. Auf mich auch. Deine Position ungefähr. Mach gerade irgendwas OCC-mäßiges irgendwie. Deine Frau macht gerade Stress oder dein Baby muss kurz ins Bett bringen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich wurde angezählt, bin tot. Das zieht auch bei denen. Auf dich rennt einer zu, links, den hab ich beschossen. Der läuft auf den Berg gegen, also der Berg... Von dir aus gesehen links oder von ihm aus gesehen links? Von ihm aus gesehen links. Man ist jetzt hier auf dem unterwegs, der wird jetzt so mit ihm sprechen. Ich denke, das wird zufriedenstellend sein, oder? Ja, dann wird man die ganze Sache hier mal geklärt kriegen. Hat Moja echt zufällig getrennt? Sieht das jemand? Ich gehe nochmal hochscrollen. Moja wurde von mir getötet auf jeden Fall. Trennt hat er dann auch nicht. Gut. Hallo Herr Kollege Nordmann. Guten Tag. Warum kann ich nicht mehr Holz dann? Kurz zur Situation auf. Der Herr Kollege hier hat sich der Verhaftung widersetzt. Praktisch ist vor uns geflohen. Ja. Wir haben in Hubschrauber EMP in Not gelandet. Seine Kollegen haben sich im Wald versteckt und haben versucht, uns zu erschießen, zu beschießen. Ihn konnte man noch aus dem Kampfgebiet entfernen und in Sicherheit bringen.
Er behauptet jedenfalls, dass er vom Jagdgebiet aus beschossen worden ist, was ich jetzt eigentlich nicht glaube. Auf jeden Fall Fakt ist, dass diese Person vorhin einem bei einem Überfall beteiligt war. Zwei Zeugen haben die Namen von dieser Person genannt. Nun, jetzt stehen wir jetzt hier dir und ihr wollt eigentlich mit einem Polizeidirektor noch reden, also... Okay. Hat er eine Waffe, also, haben sie denn die Waffe abgenommen? Ich habe noch gar nichts abgenommen, da ich alleine bin und okay. Das nicht konform ist. Wo ist denn Ihr Streifenkollege? Der ist noch im Einsatzgebiet, ich habe nur den Gefangenen in Sicherheit bringen müssen. Also, okay. Ich nicht beschossen werden. Ja, es ist eh... So, der Herr, mit wem hast du denn Dach? Lügen? Ah, Slow heiße ich. Allerdings weiß ich nicht, woher der Kollege meinen Namen kennt. Woher der Kollege Ihren Namen kennt, das weiß ich. Ja, den habe ich ihm nicht verraten, er hat mich nicht nach dem Ausweis gefragt. Das ist irgendwie ganz komisch gerade. Ist wohl ein Hellseher. Das ist eine ganz einfache Sache, wo es sich ganz einfach und logisch erklären lässt, da ich eine Haltabfrage von Ihren Hubschrauber gemacht habe und Sie aus dem Hubschrauber ausgestiegen sind. Dann waren vier Namen dabei und die vier Namen wurden mir vorhin genannt. Bei dem Überfall. Von daher sind sie für mich verdächtig. Ich denke mal, wenn wir sie jetzt überprüfen, wird auch der Name, was im Hubschrauber gestanden sind, auch zu ihnen passen. Also, fassen wir jetzt zusammen. Sie sind bei irgendeiner Schießerei, das habe ich jetzt so zumindest verstanden, in dieser Schießerei oder in dieser Gefechtszone vom Kollegen unter Arrest gestellt worden. Und der Kollege hat sie dann aus dieser Gefechtszone entfernt. Und jetzt ging es halt darum, dass der Kollege hier einen Direktor angefordert haben, weil sie sich wohl mit mir unterhalten wollten. Ah, genau. Das ist jetzt richtig interpretiert. Ja, ist korrekt so. Ja, den zwei Leuten, die sie gerade beschrieben haben, das waren Zamak. Nee, ein Hemmet Tank oder so. Die hatten einen Unfall und denen wollten wir helfen, beziehungsweise denen wollten wir einfach mal gucken, ob wir denen helfen können. Die wurden nicht von uns ausgeraubt, die haben sich, die wurden auf jeden Fall nicht von uns ausgeraubt, nicht bedroht oder gar nichts. Die konnten auch unberührt weiterfahren, also ich weiß nicht, was da jetzt ein Raub darstellen soll. Die Personalien aufgenommen worden, die sich da befanden mit dem LKW, wo der Kollege jetzt das hier gerade gesagt mal, hat. Das muss ich, müsste mein Kollege klären machen, Sie das doch bitte, genau, klären Sie das mal bitte, ich hätte gerne mal die Personalien, dass wir die Leute dann vielleicht gleich mal befragen können, ob die dazu Angaben machen wollen, ob die da nur geholfen gekriegt haben oder ob da akut was stattgefunden hat, dass die ausgeraubt worden sind. Der Hemmet hatte vier kaputte Reifen und er stand in der Botanik rum und da sind wir dort gelandet und wollten gucken, ob wir es reparieren können. Aber wir hatten leider keinen Wagenheber dabei. Ja, und deswegen finde ich es eigentlich blöd, dass man hier festgenommen wird und so, ne? Obwohl man eigentlich gar nicht auf der Fahndungsliste aufstehen kann. Ist eigentlich unmöglich. Passen Sie auf, das gestaltet sich ja einfach so. Wenn Sie sich da, wenn jetzt unsere Kollegen dort gerufen waren und da bildet sich dann eine sogenannte Gefechtssituation und in dieser Gefechtssituation wird geschossen, dann ist natürlich A, das Leben der Zivilisten, das gilt zu schützen und auch B, die Eigensicherung. Da sind die Kollegen auch zu verpflichtet, sich gegenseitig zu schützen und die Zivilisten zu schützen. Und damit schützen sie auch sie. Und wenn die dann mal unter Arrest stellen und nehmen sie dann mit, um sie aus der Gefahrenzone zu entfernen, um dann alles andere zu klären, in Ruhe und Ordnung, dann hat das auch schon seine Richtigkeit. Sollte sich das klären, dann bitten wir das auch zu entschuldigen. Und wenn das sich gegenüber dann nicht klären sollte, dass da irgendwas dran ist, dann hätten wir auch den Richtigen. Also das ist halt normal unsere Arbeit. Manchmal ist diese Vorgehensweise halt ein bisschen ruppig, aber das muss situationsbezogen gesehen werden. So, Herr Kollege Nordmann, ich habe jetzt die Abfrage gemacht beim Kollegen. Einer der Zeugen ist der Herr Ewald Schicken.
Und ich tue ihn jetzt kontaktieren, dass er mal wieder herkommt zu einer Gegenüberstellung. Ja, das wäre super. Dann können wir es ja hier gerade klären. Wären Sie auch damit einverstanden, dass wir das dann so klären? Naja. Ja, der Herr, der da bei mir mit dabei war, den haben wir auch mit seinem Zamak und seinem Zuckerrohr geholfen. Ja, da bat ich drum, dass man den wieder frei lässt, nachdem der einfach festgenommen wurde. Ja, ja, wir wurden ja EMP'd und dann gab ich dem einen Verbandskasten, dass der sich ein bisschen aufpatcht wieder. Ja, und dann wurde der einfach festgenommen. Der hatte eigentlich so mit uns gar nichts zu tun, dem wollten wir auch nur helfen. Wenn Sie da mir was über sein Verbleib sagen könnten. Also wir machen jetzt mal wie folgt. Wir machen das jetzt so. Der Kollege ist gerade eingetroffen hier. Oder einer meiner Kollegen. Darf ich vorstellen, das ist der Kollege McRoy. Der wird jetzt gleich mal hier mithelfen. Und zwar geht es jetzt einfach darum, wir müssen jetzt erstmal feststellen, haben Sie eine Waffe bei sich oder führen Sie eine Waffe am Körper mit sich? So rum ausgedrückt. Ja, die Antwort ist umsonst, weil egal was ich sage, sie werden mich durchsuchen und mir die Waffe eh wegnehmen. Also kann ich auch gleich sagen, ja. Das ist also sinnlos. Sehen Sie, Gott sei Dank haben Sie den Satz zu Ende gesprochen, weil ich sehe das immer noch ganz einfach so. Das ist jetzt eine Kooperationsgeschichte. Das bedeutet, wenn Sie mit uns kooperieren, alles was Sie freiwillig tun und als Kooperation, das wird natürlich auch zu Ihren Gunsten ausgelegt. Wenn Sie das natürlich nicht tun, das ist ja Ihre Entscheidung, ob Sie mit uns kooperieren oder ob Sie jetzt hier hingehen und sagen, nö, mache ich nicht. Wieder 200.000 im Arsch. Gegen alles und kooperiere auch nicht. Dann kann sich sowas natürlich bei mir auch dementsprechend schlechter auswirken. Das wäre mir ja noch egal, nur mir sind die Sachen wichtig, wo ich nicht mehr drankomme. Wenn wir das jetzt wie folgt abspulen, Sie werden jetzt erstmal Ihr Gewehr bzw. Pistole oder Waffe, die Sie haben, auf den Boden legen. Wir werden sie jetzt erstmal loslassen, dann legen sie die Teile auf den Boden, treten 3 Schritte zurück. Aus Sicherheitsgründen werden sie dann nochmal kurzzeitig festgenommen. Dann werden wir die Waffe sicherstellen oder erstmal gucken, was das überhaupt für eine Waffe ist, ob wir die überhaupt sicherstellen müssen. Und dann, sage ich mal, können wir uns unterhalten auf einer Basis, dann müssen sie nicht hier im Achtung in einem 12:30 stehen, sondern da können wir halt auch mal anders kommunizieren. Ja, kurze Zwischenfrage. Ich verstehe ja, dass Sie mich dann irgendwie tasern möchten und in Bereitschaft sind, wenn ich die Waffe hinlege. Aber die 2 Kollegen müssen ja mir ihre Waffen jetzt nicht schon ins Gesicht halten, oder? Ich meine, ich bin ja noch gefesselt. Ja, Sie verstehen, was ich damit meine. Klar nicht aufs Gesicht, weil Sie mir gerade... Natürlich müssen wir eben wie in der Gefecht auch hier eine gewisse Sicherheit wahren, beschützen wir unsere Kollegen. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich bin ja noch gefesselt, Herr Polizist. Ja, gleich ja nicht mehr, also. Ja, dann ist auch in Ordnung, wenn Sie mir die Waffen auf die Pobacken halten, aber vorher... Alles klar. Dann lasse ich Sie jetzt los und Sie legen die Waffe vor sich, drehen sich nicht zur Seite, drehen sich nicht um, bewegen sich auch sonst nicht, treten dann 3 Schritte zurück, nachdem Sie die Waffe auf den Boden gelegt haben. Und dann nehmen wir sie erstmal unter Gewahrsam, gucken, was das für eine Waffe ist, welchen Ladezustand die hat und so weiter und so fort. Und dann sehen wir weiter, wie wir verfahren müssen oder können. Das ist eine Kativa, die auch, ist auch geladen und entsichert. Okay, das ist ja schon großes Geschütz, das ist ja schon großes Kino. Tja, wie Sie müssen wir uns auch eigenschützen. Also wir, die Zivilisten. Ich habe Kontakt aufgenommen, die... Ich habe keinen Sichtkontakt zu dir, allerdings kann ich ins HQ reinschauen. Ja, nee, hier stehen gerade 2-4 Cops rum, also lasst es sein, das hat keinen Sinn mehr. So, wir werden dann alle soweit, sind Sie auch soweit? Ah ja, legen Sie mal los. Ist da noch genau in dem Gebäude drin, oder was? Wir legen jetzt los, Achtung, und jetzt geht's los. Nee, die stehen alle bei mir. Ja, bist du draußen oder drin? Drin, draußen, unter so einem Unterbau. Ah, da ist sehen, da muss sogar von der anderen Seite irgendwie dran, okay. Vorsicht, ich muss die Waffe erst ziehen, ja? Halten Sie Ihre nervösen Zeigefinger in Zaun. Einer doch gerade ab, ein Heli. Nur nicht umdrehen, kümmern Sie sich mal jetzt nicht um unseren Zeigefinger, sondern legen Sie das Ding jetzt auf den Fußboden und dann geht's los.
Hui, Schnieke MK18. Mein lieber Herr Geschlagenverein, das ist natürlich schon ein Kaliber. Da wissen Sie aber auch, dass das gar nicht bringt das einmal in die Asservatenkammer, im Privatbesitz, diese Kativa. Ich bin ehemaliger Militär, ich habe das Zertifikat, dass ich die führen darf, hier hinten im Rucksack drin, wenn Sie mal gucken wollen. Das Zertifikat kann ich Ihnen gleich sagen, das ist, ist äußerst diffizil, weil dieses Zertifikat niemals... Kannst du von dir aus das Dach von dem von der Rettungswache sehen? Wir sind hier die einzige... ja, positiv. Behörde, okay. Hier kannst du reingucken, auf jeden Fall. Geschichte, die hier das Tragen von Sturmwaffen inne. Aber wie gesagt, lass es sein. Hier sind viel zu viele Cops, die kannst du niemals alle auf einmal ausschalten. Eingehen, dass ich nachher noch hier irgendwas finde, was wenn halt nur ein, zwei, ist mir egal. Nee, ich hab ne Weste an, die richten mich dann hin. Es sind schon fünf Cops. Schnell, ob sie mir auch hier alle Waffen ausgehen, die ich dann beziehungsweise alles auf dem Boden. Ich mach da einfach mal, vielleicht haben die ja noch einen Einsatz. Können wir uns mal vernünftig unterhalten. Vertrauen sie mir nicht, oder wie? Ja, ich sag mal, das ist einfach ganz normal. Das haben wir immer so. Das ist halt nun mal so, dass man, ich glaube ja nicht, dass ich jetzt noch ein Messer oder irgendwas bei sich habe. Sag mal, was haben Sie denn alles hier an sich? Also lieber Himmel, der ganze Mensch besteht aus Munition. Ah, oh, da war ich etwas zu schnell. Überall Magazine. Bitte? Da war ich etwas zu schnell. Da waren Sie etwas zu schnell? Ja, das würde ich auch sagen, da waren Sie etwas zu schnell. Gut, sonst konnte ich jetzt keine Waffen bei Ihnen feststellen. So, jetzt haben wir wie gesagt immer noch die Problematik. Zur Klärung rücken die Damen und Herren rücken jetzt an. Dann klären wir die Situation und haben praktisch jetzt schon eine neue Situation. Das heißt, dieses Sturmgewehr ist äußerst illegal. Sie haben es aber nicht offen geführt. Also Sie haben keine, laut oder von mir aus gesehen, das Ding jetzt nicht geführt. Ich weiß nicht, was der Kollege, müssen wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Nur haben Sie den Mann mit Waffe angetroffen? In führender Position oder hat er die geholstert bzw. im Rucksack gehabt? Sie war nicht sichtbar am Mann. Okay, gut, also dann wird das hier schon mal dementsprechend ebenfalls wieder mildernd für Sie gewertet. Das ist nur der Besitz einer solchen Waffe und nicht das Führen in der Öffentlichkeit. Und vor allen Dingen haben Sie keinen von den Beamten damit gefährdet. Das ist schon mal... auch wieder extrem kooperativ. Also ich kann nur sagen, wenn Sie das weitermachen, dann sind Sie auf einem richtigen Weg. Und dann bitte ich Sie noch, hier Sturmhaube mal abzunehmen, damit ich Ihr Gesicht mal sehen kann. Wäre das auch sehr freundlich. Herr Nordmann, wie ich gerade hörte, Herr bitte? Kollege bringt noch ein Bekannter von den Herren, was hier vorne sitzt, mit. Davon aus, das könnte auch wieder interessant werden. Alles wird interessant, unsere ganzen Einsätze sind interessant. Also wird der auch sicherlich interessant. Wie sieht es denn aus mit Ihrem Zustand, was die Wasser- und Essensversorgung angeht? Haben Sie da genug? Ah, oh, es ist gut, ist gut. Ist aber schon recht spät, wenn Sie einen Kaffee hätten oder so, dann schlafe ich hier gleich ein. Nom nom nom. Meine Frage in anderer Sache. Ja, bitte. Hier stehen jetzt insgesamt 6 Polizisten rum. Für einen in Anführungszeichen Verdächtigen.
Was wollen Sie mir da jetzt sagen mit? Naja, ist etwas viel, oder? Mit der Nummer hier werden Steuergelder verprasst. Nee, also das wollte ich jetzt nicht ansprechen. Ich wollte nur sagen, dass es in anderen Teilen der Insel auch um Sicherheit geht, ja? Und es fällt eben aus, wenn hier gleich 6 Cops rumstehen. Ich kann Ihnen das ganz simpel erklären. Die 2 Kollegen hier, einmal der Kollege vom Ordnungsamt und der Kollege Polizist Mr. Fitzy, die haben noch nie so eine Entwaffnung gemacht. Und das haben wir dann als Lehrgang genutzt, dir zu zeigen, wie man sowas richtig macht. Ja, ist ja sehr okay. Aber dort hinten hinter dem SUV steht noch ein voll ausgerüsteter Polizist und da war gerade auch noch einer, der jetzt aber nicht mehr zugegen ist. Okay. Der voll ausgerüstete Polizist da hinten, der hat heute Tordienst. Der hat nämlich letztens dem Kollegen Nordmann auf die Schuhe gepinkelt, als wir zusammen am Pissoir standen. Und der andere, weiß ich nicht, der hat vermutlich gerade Kaffeepause. Mensch, Sie wissen schon, mehr als 3-mal abschütteln ist Selbstbefriedigung, ne? Ja, ist schon klar. Aber danke, dass wir das mal gesagt haben, ja. Mann. Ja. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Hier, das ist der, der eingestellt wurde mir gerade gesagt. Ja, wo war ist dein Freund? Ja, das ist ja lustiger Vorweg. Der liegt gerade am Yachtclub an. Der war ja vorhin noch auf offener See und das war irgendwie kacke, da wegzukommen. Ah, okay. Du bist dann jetzt Co-Pilot drin. Oh. Seid ihr alle schon weg oder was macht ihr denn? Ich komm jetzt gerade, ne? Wie geht's dir? Oh, ich bin ja gerade noch in RP. So, jetzt bin ich. Kann ich sie nicht irgendwo her? Boah, vielleicht. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Ah, ich hab mal gehört, dass sie sich gegen selbst ins Bein geschossen haben. Sie sind doch Herr Corona, oder? Ihr Gesicht kommt mir nämlich auch sehr bekannt vor. Können Sie das bestätigen, ja, dass der Kollege Ihnen da zu Hilfe kommen wollte? Der Herr, den wir da der hinten Kollege haben, in der Hose. Ja, hör Sie mal her. Ja. Hör Sie mal hier hinten. Der darf hier nicht zu nahe kommen, ich hab Angst vor dem Mann. Warum haben Sie denn Angst vor dem Mann? Dann soll der mal kurzzeitig da wegbleiben, dann kommen Sie mal mit mir mit, dann gehen wir mal um die Mauer hier. Verladerhafen waren, um unseren täglichen Job nachzugehen, hatten wir eine kleine Panne, haben den ADAC gerufen und dann kam ein Orca angeflogen. Wir dachten, es ist der ADAC, aber nein, es war der gute Mann, der da drüben steht und noch 3 andere von denen. Die kamen erst ganz freundlich rüber und auf einmal haben sie nur jeder Kativas gezogen und haben uns die Handys abgenommen und alles drum und dran, wollten die Schlüssel des Fahrzeugs haben. Wir hatten nur Glück, dass in dem Fahrzeug noch nichts war und es uns dank den Platten nicht klauen konnten. Okay, könnte ich mal von Ihnen einen Personalausweis bekommen? Aber sicher. Schöne MX haben Sie da. Bleibt doch meine. Schon mal so ein Ding verloren. War auch so ein komischer Strolch, wie sie einer sind. Oh, ich kann sie jetzt mit dem Ninja-Trick von ihnen wegreißen, aber. Ja, versuchen wir es mal. Das schauen sie nicht. Okay. Also sie können den klar identifizieren. Oh, es geht los. Ja. Sie müssen ja noch als Angriff auf den Polizeibeamten werden hier. Da sind Sie von diesem Mann definitiv mit einer Waffe bedroht worden. Ja oder nein? Ja. Lüge! Als was für eine Waffe identifiziert? Eine Kativa, wenn ich das hier richtig notiert hatte. Korrekt. Passen Sie bloß auf, dass Sie damit niemanden verletzen. Wenn Sie. Und ich hab's immer noch. Hier, komisch. Ja, sie haben sie ja auch weggesteckt. Es hätte nur funktioniert, wenn sie aus draußen gehabt hätten, ne? Ja. Wobei die MK-18 sind ja auch schon die Gewehr. Ja, möchten Sie die haben? Ja, wenn Sie mir die geben möchten, dann schon. Ja, wann wollen Sie denn beerdigt werden? Dann kann ich Ihnen die gerne zu Ihrem Sarg legen. Ah, morgen wäre gut. Ah, Kollege, Sie können ihm die doch jetzt schon geben. Am besten geben Sie ihm die Kugeln zuerst. Geben Sie das Ding in Einzelteilen.
Ja, genau. Also zuerst kriegen sie die Kugeln und dann... Das ist ja eine Motterung hier. Was? Nee, wir haben nur drüber gesprochen, wann wir ihnen... Das war subtile Motterung. Ich weiß es. Also ich hab nichts gehört, ich hab dem Herrn nur gesagt, wie er meine Waffe kriegen kann. Also erst kriegt er die Kugeln, die Waffe. Kannst du nicht mehr hinsetzen. Die Spannung auch viel größer, wenn wir das Teil in Einzelteile bekommen und nicht gleich alles auf einmal. Das ist so langweilig. Stück für Stück können wir zusammenbauen. Ich meine, kennen Sie noch von damals die Überraschungseier, wenn man da mehrere aufmachen muss und diese Sammelfiguren hatte? Und dann, wenn man alle Sammelfiguren hatte, konnte man eine große Sammelfigur bauen? Oh, nee, so alt bin ich nicht. Vermutlich auch dabei gewesen war, wir müssen gleich nochmal eine Gegenüberstellung machen, wenn wir sind nett, wenn sie gleich nicht kommen nochmal. Es ist ja schön, dass sie sich sportlich fit halten. Ja, Morgensport, ne? Um 4 Uhr nachts. Naja, 4 Uhr früh ist eigentlich. Also der Herr hier vorne hat leider Gottes ihre Aussage nicht bestätigt. Ja, das habe ich gehört, es ist eine infame Lüge. Die meinten, die fahren da einfach nur rum. Und deswegen haben wir die Kativas gezogen zur Eigensicherung, so wie sie es auch eben machen. Aber wir haben sie nicht ausgeraubt und sonst auch nicht bedroht. Na, die Kativas waren nämlich nicht im Anschlag, so wie sie jetzt hier auch stehen. Kativa ist illegal, das hat man gesagt. Der Besitz ist genauso wie das Führen dieser Waffe untersagt. Das heißt, sie werden einmal belangt für diese Kativa, die sie getragen haben, und einmal für einen versuchten Raub von einem Fahrzeug, weil ich diesem Kollegen, diesem Herrn, der ein unbescholtener Bürger unserer Stadt oder unseres Staates ist, Glauben schenken kann. Der hat sie sehr detailliert beschrieben. Der hat den Ablauf sehr detailliert beschrieben. Und das insgesamt reicht uns zu sowas aus. Also da können wir sowas dann festlegen. Und Grund war, dass ich auch an dieser Schießerei direkt beteiligt war, was der Kollege hier Fitzi schon gesehen hat. Und deswegen sind sie auch da am Gelände und an dem Platz direkt verhaftet worden. Somit kommt dann zum Tragen, dass sie sich sehr kooperativ verhalten haben. Aufgrund dieser Kooperation, wenn man auch nichts gegen die zu verhandelnden Zwecken hier in irgendeiner Form. Der Widerstand gegen die Staatsgewalt eines Einsatzes einer Waffe, sondern letzten Endes hier nur die Belange, die Zivi uns geschildert hat, die werden wir jetzt durchsetzen. Die Kativa ist beschlagnahmt. Somit ist dem Staat da Genüge getan und der Kollege wird Ihnen jetzt da noch die Strafzettel austeilen. Dazu bitte ich Sie jetzt noch mal ganz kurz die Hände in den Kopf zu nehmen. Ich hoffe, dass Sie dann gleich mit der Maßnahme einverstanden sind. Dann haben Sie dreimal die Gelegenheit, diesen Strafzettel abzulehnen. Sollten Sie diesen Strafzettel dann immer noch nicht bezahlen wollen, dann werden wir Sie der Justiz zuführen. Haben Sie das soweit verstanden? Ja, aber das Fahrzeug wollen wir trotzdem nicht klauen. So wie Sie sich eigensichern müssen, wissen wir das natürlich auch, wenn wir einfach irgendwo landen. Also ist es dann einfach so, mit Sturmgewehren, das ist dem Staatsdienst komplett... Das war es nur der Staatsdienst. Sturmgewehr, der Einsatz ist hier reglementiert. Und da können Sie nicht einfach da Selbstjustiz, wenn Sie geschützt werden wollen, können Sie gerne die Polizei von Aldis fragen. Wir haben extra geschulte Kräfte da. Einer davon steht neben ihm. Das ist der Kollege Corona, der ist geschult in sowas. Der macht Sicherheitsunterweisungen. Und da gibt es auch Firmen, die sowas übernehmen. Aber ja, ist ja schön und gut, aber wenn man in der Botanik steht, kann man nicht erst die Cops rufen und warten, bis die da sind, ne? Ja, in der Botanik steht, das ist wohl wahr. Der Kollege Fitzi, da
dann hätte ich ganz gerne nochmal von Ihnen, dass Sie dem Kollegen nochmal sagen, was Sie jetzt genau auf die Fahndungsliste draufgesetzt haben und die Höhe des Strafmaßes ihm dann... Ja, Moment, der Taschenrechner läuft schon heiß, Moment, also... Wir haben jetzt eine, mal einmal besitzen einer illegalen Waffe. Und ein versuchte oder ein Ausrauben einer Person. Das macht einen zusammengerechneten Moment gesamt $110.000. Was? Was haben Sie denn da gerechnet? Haben Sie wohl eine Null zu viel gedrückt, das kann aber nicht sein. Na? Ne, schauen Sie nach, also der Rechner spuckt mir das so aus. Ich baue vor allem mal eine Glaswand auf, wo Sie nicht durchgucken können, aber wo der andere Herr durchgucken kann. So, bleiben Sie bitte einmal stehen. Sie sind jetzt dran. Einmal bitte mitkommen. 110.000, Freunde, ich glaube, der hat eine... Na, ich glaube, bei dem Text nicht richtig. Ja, der Rechner, es gibt einen Systemfehler. System, muss ich mich entschuldigen, da sind wir bei $20.000 insgesamt. Ja, ich dachte schon, hey. Stellen Sie bitte den Strafbefehl dann nochmal aus. Dann hat er jetzt dreimal die Gelegenheit, das Ding hier zu unterzeichnen. So, Moment, ich muss hier das PDA rausholen. Moment. Ja, der Kollege, der mich hierher geflogen hat, müsste aber unbedingt nochmal unterwiesen werden, weil der ist nämlich ja fast in den Tower reingeflogen. Einmal links unterschreiben. Schau mal auf, die Flugkunst und Kollegen hier. Sehr schön. Da kommt mir gleich wieder der. Okay, du kannst auch die Hände wieder runternehmen. Na, also hören Sie mal, wenn ich ins HQ geflogen werde, dann möchte ich eigentlich ungern am Tower zerschellen. Der Kollege hat sich auf jeden Fall so umgriffen, dass er das hingekriegt hat. Hallo. Gut, nachdem Sie jetzt hier den Strafzettel gezahlt haben und alles soweit ist, können Sie jetzt theoretisch Ihre Wege gehen, haben Sie eine Möglichkeit, dass Sie abgeholt werden hier? Ach, ich geh joggen. Tschö, tschö. Ja, ich frag mal. Du Arschloch, was machst du bitte? Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kommen Sie mit. Kollege? Ey, das fuckt mich immer noch so ab. Ja, wenn er sich abfuckt, wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.